Also Gummi haben wir auf jeden Fall erstmal genug. Schlacke weiß ich jetzt gar nicht, wofür wir. Die können wir auch in irgendwas anderes umwandeln. Hallo und herzlich willkommen zur 201. Folge Minecraft Vizebeast hier auf dem Multiplayer-Server. Ja, wir sind dabei, einen Weg zum Hexenhaus zu bauen. Mal gucken, wie das wird. So. So, gucken wir mal, wo ist die Tür? Hier ist die Tür. Ist die Hexe jetzt ausgewandert oder was? Hier kommen jetzt die Stufen hin. Und diese Pflastersteine, das sind halt Privatwege. So, und damit ist es fertig. Hatte ich jetzt gar nicht mit gerechnet, dass er so schnell geht. Was ich aber machen werde, ich werde die Straße noch einen Tick weiter bauen.
Oh, was ist denn hier hinter noch? Da hinten ist noch wieder ein Vulkan, denke ich mal. Aber irgendwas war ja hier in der Nähe noch. Da und da. Gehen wir doch mal ein Stück weiter und gucken mal, was hier noch so ist. Vielleicht lohnt sich das ja, weiter zu bauen. Eukalyptus. Was ist das denn? Da ist was Helles, da oben ist was Helles. Gucken wir noch mal. Ich bin auf dieser dunklen. Was ist das, wo ich hier stehe? Also, das lohnt sich nicht wirklich, aber... Denke mal, das ist ein Bienenstock. Wieso ist das hier hell? Hier ist doch gar nichts. Oder sind das diese? Nee, dann wäre es ja hier auch hell. Ja, das da oben ist ein Bienenstock. Okay, also das wirklich, das Weiterbauen lohnt sich nicht. Erstmal zumindest nicht. Also lassen wir es im Endeffekt die Straße da auslaufen. Denke mal, das ist Lava. Ja, das ist Lava. Das ist ein Bienenstock. Thank you.
Okay. Bin ich ein bisschen zu weit nach hinten gekommen, macht aber auch nichts. Ups, das war ein bisschen viel, was ich da weggenommen habe. Macht aber auch nichts. So, und das weg, das weg. Und auch das soll zuwachsen. Ah, hier hatte ich zu viel weggenommen. Das kommt auch wieder hin. So. Sehr schön. Jetzt wollen wir gucken. Also das ist nur eine dunkle Stelle, keine Ahnung wofür. So, und jetzt müssen wir Richtung Südwesten. In die Richtung. Ja, und da ist definitiv irgendwas, wenn ich auch noch nicht klar erkennen kann, was. Aber irgendwas ist da. Ach, das ist ein Tintenfisch mit irgendeinem Kopf auf oben drauf.
ist das hier? Kies und... Himmelsstein. Okay. Hier sind wir aber schon durch. Ja, wie gesagt, das ist nur so ein Komet, oder was heißt nur, das ist so ein Komet. Und da kriegen wir eben diesen Himmelsstein draus, aber was der uns tatsächlich bringt, weiß ich nicht. Gut, wenn man da natürlich eine Festung draus baut, dann ist die fast nicht einnehmbar. Aha, da ist eine Treppe runter. Und hier sind wir wieder an unserem Lager. Oh, er baut da gerade ab. Auch. So, das haben wir alles weg. Einmal und hier brauchen wir 8 von. Obwohl wir einiges an Diamanten verbraucht haben, haben wir immer noch 30 Stück. So, die 8. Die kommt da rein, das kommt hier rein. So, das haben wir schon mal. Wie sieht es hier aus? Das und das.
das weg. Das kann dann auch weg. Gucken. Ja. Was haben wir denn hier Schönes? Also Gummi haben wir auf jeden Fall erstmal genug. Schlacke weiß ich jetzt gar nicht wofür. Die können wir auch in irgendwas anderes umwandeln. Aber da werden unheimlich Schadstoffe frei. Also das sollten wir ein bisschen abseits machen. Basisrohr haben wir noch 3 Stück. Aluminium, elektrischer Stahl. Invar, 40 Stück, das ist schon mal nicht ganz wenig. Plastikfolie. Silberbarren. Elektrum. Elektrotin. Tin ist Zinn eigentlich, ne? Elektrozinn? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja. Gut, wie weit ist er hier? Hat das fertig, dann kann das rein. Das kann hier außen rum. Kann hier auch mit rein. Und dann haben wir schon mal wieder 2 Diamanten mehr. Eins. Gut, 2 Diamanten. Egal, ist erstmal alles nicht so wichtig. Wichtig ist, dass eigentlich hier fast alles so funktioniert, wie es soll. Ja, wir sind am Ende einer Folge. Schön, dass ihr da wart. Mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst das Abo nicht. Bis dann. Tschüss.